So, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich, sehr geehrte Frau Bühnenbender, sehr geehrte Frau Klug, sehr geehrter Herr Professor Nagel, lieber Herr Schneider. Entschuldigung, geht es vom Ton her etwas lauter? Bestimmt. Ich kann auch einfach noch ein bisschen lauter reden, damit mich auch alle verstehen. Hört man mich auch in der letzten Reihe? Super, sehr schön. Das ist gleich der richtige Spirit, weil wir wollen ja heute Abend miteinander reden. Deswegen schön, dass Sie mich verstehen. Ich hoffe, Sie verstehen dann auch gleich unsere großartigen Podiumsgäste und unseren tollen Moderator Lukas Sam Schreiber. Mein Name ist Eva Nemela und ich leite den Bereich Alter und Demografie in der Körperstiftung. Und ich darf auch zusammen im Team mit einer Kollegin aus dem Bezirksamt Bergedorf hier dieses schöne Körperhaus leiten. Und ich darf Sie nun erstmal ganz herzlich willkommen heißen hier im Körpersaal im Körperhaus. Schön, dass Sie da sind. Am Montag haben der Präsident des Bundesrats und unser erster Bürgermeister Dr. Peter Tschentscher und Bundesbauministerin Clara Geiwitz dieses wunderschöne Haus aufgeschlossen. Und wir haben heute schon das Bergfest hinter uns in unserer tollen Eröffnungswoche, die seit Montag läuft und noch bis einschließlich Sonntag gilt. Und in dieser Eröffnungswoche haben alle Partnerinnen und Partner, einige von Ihnen sind heute auch hier mit im Saal versammelt, präsentiert, was Sie für die Menschen hier in unserem schönen Bezirk Bergedorf zu bieten haben und was die Menschen hier in unserem schönen offenen Ort erwartet. Und das sind Angebote und Themen, die die Gesellschaft bewegen. Und auch die Gesellschaft in ihrer Vielfalt widerspiegeln und zu denen wir uns wünschen, dass sie miteinander in den Austausch kommen. Und das sind auch Themen, die wir als Körperstiftung bearbeiten und behandeln in unseren operativen Projekten, nicht nur hier in Bergedorf, sondern in ganz Deutschland. Wir machen Studien, wir machen Projekte, wir machen Reisen, wir bringen Menschen zusammen und mit all unseren operativen Projekten, mit unserer Arbeit, auch mit dem Körperhaus und auch mit diesem Körpersaal, möchten wir als Körperstiftung einen Beitrag dazu leisten, dass die Gesellschaft ein klein wenig besser wird. Ein fester Bestandteil unserer Arbeit, unserer Stiftungsarbeit, bilden auch regelmäßig Veranstaltungen mit Expertinnen und Experten, mit Beteiligten, mit Betroffenen und mit unserem lieben Publikum. Denn ganz im Sinne Kurt A. Körbers möchten wir miteinander und nicht übereinander reden. Das machen wir schon sehr lange im Körperforum in der Hafen City im schönen in Hamburg. Vielleicht war auch schon die ein oder andere Person von Ihnen dort. Und das machen wir mit Start heute, ab jetzt auch hier im Herzen von Hamburg-Bergedorf in diesem Körpersaal. Hier werden wir in Zukunft in Veranstaltungen oder mit Veranstaltungen zum gesamten inhaltlichen Spektrum der Arbeit der Körperstiftung auch hier in Bergedorf vertreten sein, hier im Körpersaal, aber auch in den weiteren Flächen hier im Körperhaus. Und unsere heutige Veranstaltung ist ganz besonders für uns, denn sie bildet den Auftakt zu einer ganzen Reihe von weiteren Veranstaltungen zu den Themen, die die Gesellschaft bewegen und die Gesellschaft ein klein wenig besser machen sollen. Und dazu begrüße ich Sie nun noch einmal ganz herzlich hier vor Ort im Körperhaus, aber natürlich auch im Livestream zu Hause. Wir sind nämlich heute hybrid. Das heißt, wir haben auch Gäste zugeschaltet online und wir freuen uns auch ganz besonders, dass Sie dabei sind. Und wir haben heute etwas Spannendes für Sie vorbereitet. Aber dazu komme ich erst gleich. Denn mit mir zusammen arbeiten hier 22 Mitarbeitende von der Körperstiftung. Die haben ihren festen Arbeitsplatz hier auch im Körperhaus. Und in unserem Bereich, dem Bereich Alter und Demografie, beschäftigen wir uns mit den vielen Fragen, die eine immer älter werdende Gesellschaft mit sich bringen. Wie kann der demografische Wandel vor Ort am besten gestaltet werden? Wie sieht eigentlich eine altersfreundliche Stadt aus? Wie können wir negative Altersbilder vermeiden? Und wie schaffen wir es, dass eine Digitalisierung in Zukunft auch altersfreundlich sein wird? Seit 2019, neben diesen Themen, gehört auch ein Thema zu unserer Arbeit, das sich damit beschäftigt, Mut zu machen, über schmerzhafte Themen zu sprechen. Und zum Beispiel ist eines dieser schmerzhaften Themen, das, womit wir uns beschäftigen, darüber zu sprechen, wie man eigentlich mit dem eigenen Ende umgeht. Mit Themen wie Tod, Sterben, Endlichkeit, Trauer, das sind alles Themen, die zum Leben dazugehören und die brauchen auch den Mut, miteinander darüber zu sprechen und als Teil unseres Lebens auch behandelt zu werden und besprechbar gemacht zu werden.
Die heutige Veranstaltung heute ist nicht nur der Auftakt unserer inhaltlichen Veranstaltungen hier im Körpersaal, im Körperhaus, sondern zugleich auch unser krönender Abschluss unserer Stiftungsaktivitäten zu diesem Themenfeld Leben mit dem Tod, Reden über Tod und Sterben. Denn auch hier ganz im Sinne Kurt A. Körbers, der sich gerne als Anstifter im besten Sinne verstanden hat, übergeben wir zum Jahreswechsel verschiedene Projekte, die wir auf die Beine gestellt haben in den letzten Jahren seit 2019, an gemeinnützige Partner, die diese Projekte und Programme fortführen werden. So, und jetzt stehen wir hier und haben das Thema über das eigene Ende sprechen und wir befinden uns ja gerade in der Eröffnungswoche. Also das heißt, wir starten hier eigentlich gerade etwas Neues im Körperhaus und da mag man sich ja durchaus fragen, passt das eigentlich zusammen? Warum beginnen wir mit dem Körperhaus etwas Neues und sprechen dann erstmal über das Ende? In unseren Projekten, haben Sie sich auch schon gefragt, ne? Genau. In unseren Projekten haben wir gelernt, die Auseinandersetzung mit dem Tod ist immer auch eine Auseinandersetzung mit dem Leben. Und die Beschäftigung mit der eigenen Endlichkeit und dem Wissen, dass das Leben, die Lebenszeit, die eigene begrenzt ist, führt zu Fragen wie, was ist mir wirklich wichtig im Leben? Wie möchte ich leben? Oder auch, was macht mein Leben für mich lebenswert? Für uns passt das Thema deshalb ganz hervorragend in dieser Eröffnungswoche. Denn wir Partnerinnen und Partner im Körperhaus möchten mit unseren Angeboten und den Möglichkeiten zu einem lebenswerten Miteinander hier bei uns im Bezirk beitragen und diesem Miteinander auch eine Bühne geben. Diese Bühne hier wird gleich übernommen von unserem Moderator Lukas Sam Schreiber, den ich jetzt einmal vorstellen darf. Lukas Schreiber ist Autor und Podcast-Produzent und hat sich intensiv mit dem Ende des Lebens auseinandergesetzt. Gezwungenermaßen. Sie werden es gleich sehen, der junge Mann, darf ich fast sagen, dürfen viele von Ihnen hier als junger Mann bezeichnen. Und er hat sich gezwungenermaßen mit diesem Thema auseinandergesetzt aufgrund der Alzheimer-Erkrankung seiner Mutter, Claudia Schreiber, Autorin. Und diese Erkrankung war Auslöser zur Beschäftigung von Lukas Schreiber mit dem Thema. Im Podcast Auf der Suche nach dem guten Tod, den die Körperstiftung in Kooperation mit dem Stern in diesem Jahr unterstützen durfte, hat Lukas Schreiber intensive, zum Teil sehr emotionale und wer sich diesen Podcast einmal angehört hat, zum Teil auch sehr humorvolle Gespräche zu diesem schwierigen Thema geführt. Mit seiner Mutter, mit Betroffenen, mit Angehörigen und auch mit ExpertInnen. Heute Abend wird Lukas Schreiber die Suche nach einem guten Tod fortsetzen. Das macht er hier nicht alleine, das macht er mit tatkräftiger Unterstützung mit der Juristin und der Frau unseres Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, Frau Elke Büdenbender. Herzlich willkommen an Sie. Mit dem Arzt und Medizinethiker Professor Eckhard Nagel. Herzlich willkommen. Und mit der Sterbebegleiterin und Autorin Johanna Klug, auch dir ein herzliches Willkommen. Und natürlich mit Ihnen, liebes Publikum. Wie immer bei Veranstaltungen der Körperstiftung, ich habe es schon gesagt, möchten wir nicht nur mit ExpertInnen sprechen, sondern auch mit Ihnen im Publikum. Und wir möchten Sie ganz herzlich einladen, sich am Gespräch zu beteiligen. Wir starten erst mit einem sozusagen einführenden Teil, aber es wird am Ende auch noch die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Und heute haben Sie noch eine weitere Möglichkeit zur Beteiligung. Als Sie sich hingesetzt haben, haben Sie gemerkt, da liegen ganz viele Zettel auf Ihrem Stuhl. Wer sie jetzt noch nicht weggeschmissen, sondern in der Hand gehalten hat, das ist gut, die haben nämlich einen Sinn. Sie haben nämlich auf diesen Zetteln einen QR-Code abgebildet, den Sie mit Ihren Handys oder mit Ihrer Handykamera scannen können. Und dann kommen Sie damit automatisch auf diese App, die Sie hier im Hintergrund sehen, nämlich die App Der letzte Tag. Alternativ können Sie auch in Ihrem Internetbrowser von Ihrem mobilen Endgerät dort www.derletztetag.de, alles zusammen, /app eintragen. Und hier im Raum haben wir auch ein freies WLAN, das heißt KS Gast, das sind Sie herzlich auch eingeladen zu nutzen. Zu Hause müssen Sie sich bitte mit Ihrem eigenen WLAN versorgen, aber das scheint ja gut zu funktionieren, wenn Sie gerade mit uns dabei sind.
Die Internetadresse wird auch im Internet auch gerade unten mit eingeblendet. Das heißt, folgen Sie ihr gerne und schauen Sie sich auch einmal diese App an. Denn mit dieser Web-App, Der letzte Tag, verfolgen wir das Ziel, spielerisch zur Auseinandersetzung mit der eigenen Endlichkeit beizutragen. Kurze Fragen leiten Sie durch einen fiktiven letzten Tag. Und es lohnt sich ja durchaus schon mal, sich darüber Gedanken zu machen, wenn das wirklich mein letzter Tag auf Erden ist. Wann stehe ich denn dann auf? Was möchte ich denn noch mal frühstücken? Mit wem möchte ich noch mal sprechen? Wohin würde ich noch mal einen Ausflug machen, wenn ich kann? Was könnten meine letzten Gedanken sein? Das heißt, man kommt von sehr spielerischen Fragen zu den Fragen, wo Sie wahrscheinlich selber, wenn ich das gerade so stelle, erstmal fragen, was wäre denn eigentlich meine Antwort darauf? Und damit zur Reflexion über das eigene Leben. Und Sie sind herzlich eingeladen, zum einen natürlich ganz aufmerksam zu lauschen, aber zum anderen auch diese App einmal auszuprobieren, entweder heute oder im Nachgang. Wenn Sie das heute ausprobieren, natürlich anonym, haben wir heute etwa ein technisches Highlight für Sie vorbereitet. Wir sehen nämlich Ihre Antworten hier auch an unserer Leinwand einmal dargestellt, also nicht mit Ihrem Namen, nicht mit Ihrem Alter, keine privaten Daten angegeben, aber Ihre Antworten. Und wir finden das sehr spannend, wenn Sie Lust haben, mitzumachen, zu schauen, ob es auch etwas gibt, was uns vielleicht an unserem letzten Tag miteinander eint. Das Ganze funktioniert auch von zu Hause aus. Ich habe es gerade schon gesagt, Sie können auch von zu Hause aus gerne Fragen stellen, auch wenn Sie nicht hier im Körperseil bei uns sind. Das machen Sie bitte über die E-Mail-Adresse alter@körber-stiftung.de. Mein Kollege hier im Raum wird dann Ihre Fragen aufgreifen und aufs Podium mitbringen. So, jetzt habe ich ganz viel Organisatorisches losgeworden. Ich hoffe, ich habe Sie damit nicht überfordert und Sie haben Lust, auch diese App einmal auszuprobieren. Ich freue mich nun sehr auf Lukas Schreiber und unsere Podiumsgäste und auf ein gutes Gespräch über das Ende am Anfang unseres neuen Körperhauses. Herzlichen Dank und nochmal herzlich willkommen. Und Herr Schreiber, die Bühne gehört dir. Schönen guten Abend. Ich freue mich, dass Sie alle hier sind. Herzlich willkommen. Wir steigen schnell ein, damit wir schnell in das Gespräch kommen. Ich darf vorstellen, eine gute Freundin von mir, Johanna Klug, sie ist Sterbebegleiterin. Sie ist unfassbar jung dafür, dass sie diesen Beruf macht. Sie hat einen Spiegel-Bestseller geschrieben. Sie hat ein neues Buch geschrieben, das ich auch gerade gelesen habe. Eine fantastische, intelligente Frau. Und ich hoffe, in ein paar Jahren machen wir dann unseren eigenen Gesprächsband. Johanna Klug, schön, dass du da bist. Elke Büdenbender, sie ist Juristin, viele Jahre hat sie als Richterin gearbeitet. Sie ist seit 1995 mit Frank-Walter Steinmeier verheiratet. Das macht sie zu unserer First Lady. Ich freue mich, dass sie hier ist. Sie ist nämlich nicht nur unsere First Lady, sie ist selbstverständlich auch Autorin von einem ganz fantastischen Buch. Schön, dass Sie hier sind, Frau Büdenbender. Herr Professor Eckhard Nagel ist vieles. Er ist Mediziner, Transplantationschirurg, Professor für Medizinmanagement und Gesundheitswissenschaften an der Uni Bayreuth. Er hat tatsächlich so viele Titel, dass ich heute ihn nur Herr Professor Dr. Nagel, nee, Herr Professor Nagel nennen darf. Schön, dass Sie hier sind, Herr Nagel. Es ist ganz unhöflich, die erste Frage an den Mann zu stellen, aber Sie sind außergewöhnlich gut qualifiziert für diese Frage. Ein guter Freund von mir hat vor ein paar Tagen sein letztes Staatsexamen in Medizin, die mündliche Prüfung, ablegen müssen. Und eine Palliativmedizinerin stellte ihm die Frage, die ihn ein bisschen umgeworfen hat, fast aus der Prüfung rausgestoßen hat. Er bekam die Frage, was ist Sterben? Sie sind Mediziner, Sie sind gut bewandert in der Philosophie, Sie sind Theologe. Was ist Sterben, Herr Professor Nagel? Also das hätte Ihr Freund nach einem Medizinstudium eigentlich gut beantworten können. Davon gehe ich jedenfalls mal aus, dass er das kann. Weil Sterben ist ja eigentlich ein relativ eindeutig definierter Begriff. Ja, so genau wie das Leben ein eindeutig definierter Begriff ist. Das ist immer abhängig von der Lebenssituation, also ob wir über einen Einzeller reden oder vielleicht sogar noch weniger wie bei einem Virus, der letztendlich weitere Strukturen braucht, um überhaupt zu leben. Aber wenn wir uns anschauen, sozusagen als Organismen,
dann gibt es eine ganze Reihe von Grundvoraussetzungen, die das Leben mit sich bringt. Nehmen wir mal unseren Herzschlag, das Herz-Kreislauf-System, viele Funktionen, die unser Körper hat. Das muss alles ineinander gut greifen und dann ist das Leben sozusagen möglich. In dem Moment, wo existenzielle Aspekte wegbrechen, ist das Leben nicht mehr möglich und dann differenzieren wir, und da wird es dann ein bisschen schwieriger, zwischen Sterben und Tod. Tod ist sozusagen die Bezeichnung bzw. die Definition, wann dieses Leben, von dem ich gerade gesprochen habe, nicht mehr existiert und dann ein Zerfallsprozess bei so einem komplexen Organismus wie bei uns stattfindet. Und die Frage ist, kann man das genau definieren? Ist es ein Zeitpunkt, der 4.44 Uhr, habe ich ja vorhin gelesen, praktisch stattfindet, oder ist es ein Kontinuum? Das heißt, ist das Sterben und der Tod am Ende etwas, was man wirklich voneinander differenzieren muss? Wir haben das so gemacht, wir haben das so definiert. Der Tod ist ein klarer, definierter Zeitpunkt. Auf der Todesbescheinigung für einen Menschen steht eben 4.44 Uhr oder 13.23 Uhr. Und natürlich wissen wir, dass dann noch Lebensprozesse in dem verstorbenen Organismus bestehen. Auf zellulärer Ebene gibt es immer noch eine gewisse Weiterentwicklung. Manchmal ist man erschrocken, wenn man vielleicht jemanden, den man verstorben gesehen hat, nachher nochmal, wenn er im Sarg liegt, wieder sieht und die Fingernägel sind gewachsen. Und dann denkt man, das kann doch eigentlich gar nicht sein. Doch, das kann sein, weil eben auf zellulärer Ebene zum Beispiel unsere Zellteilung noch ein bisschen weitergeht. Das endet dann, indem wir alle wieder zu Staub zerfallen. Also das Sterben ist praktisch der Zerfall von einzelnen Zellen zu Kohlenstoff und Wasser. Das war nun die medizinische Antwort auf dieses Thema, aber Ihre Expertise, die geht natürlich in noch andere Richtungen. Also wenn man jetzt darüber spricht, es gibt dieses Gefühl von, man stirbt einen anderen Tod, wenn zum letzten Mal der Name erwähnt wird. Man stirbt vielleicht hat man ein neues Leben auf der theologischen Seite in verschiedenen Aspekten. Frau Büdenbender, können Sie für sich den Todbegriff weiterfassen? Gibt es in Ihrer Perspektive etwas, wo Sie da besonders reinfühlen? Ja, Eckhart, also wir duzen schon immer. Es wäre jetzt komisch, wenn ich Professor da bin. Ja, Eckhart hat ja eben dargestellt den, würde ich mal sagen, körperlichen Tod. Und für mich hat der Tod schon eine weitere Bedeutung. Also ich bin eben sehr geflasht gewesen, als gesagt wurde, dass Ihre Mutter auch an der Alzheimer-Krankheit leidet. Ich weiß nicht, ob sie noch da ist. Sie lebt noch. Das ist schön. Meine Mutter ist mit 56 wurde die Krankheit diagnostiziert und sie ist 10 Jahre verstorben. Mhm. Aber für mich lebt meine Mutter noch, genauso wie mein Vater noch lebt. Er ist vor 2 Jahren verstorben, nachdem wir eine halbe Stunde miteinander telefoniert haben, bekam ich dann einen Anruf von meiner Nichte und sie sagte, der Opa ist tot. Er ist einfach, sein Herz hat stillgestanden. Aber diese Menschen sind für mich noch so bei mir, dass sie nicht tot sind im eigentlichen Sinne. Also das, ja, das ist für mich noch eine andere Art, den Tod zu sehen. Ich glaube, sie sterben dann, wenn ich auch sterbe. Mhm. Also wenn die Erinnerung an die in mir nicht mehr fortlebt, dann hoffe ich, dass die Erinnerung in unserer Tochter fortlebt oder in dem, was wir uns erarbeitet haben an Freundinnen und Freunden, an Lebensgefährten, die uns begleitet haben durchs Leben. Also das ist für mich schon nochmal etwas anderes. Es bewegt mich sehr, dass Sie das sagen. Eine Sache, die meine Mutter die ihr sehr wichtig war, gerade als die Krankheit losging, war, dass sie war Autorin, dass sie literarisch etwas zurücklässt. Sie hatte das Gefühl, dass sie Gedanken in den Äther schickt, die bleiben, die überdauern. Mhm. Und sie sagte, solange eine Idee von mir bleibt, solange ein Gefühl von mir bleibt und sei es nur ein Impuls, dann lebe ich weiter. Ja, und ich denke, das muss, also es ist ja schön, dass sie Autorin war, sie hinterlässt was Geschriebenes, aber jeder Mensch hinterlässt ja Gedanken, Ideen. Jeder Mensch ist wirkmächtig und das bleibt einfach. Also jeder Mensch, der auf dieser Erde gelebt hat, hat etwas bewirkt und das bleibt ja auch. Und das ist für mich ein unglaublich tröstlicher Gedanke und das setzt sich ja auch fort. Ja. Johanna, jetzt muss ich dich auch duzen. Also wenn wir beide geduzt werden, ich kann dich nicht siezen. Das ist wahrscheinlich ja wahnsinnig. Johanna, du bist
die Jüngste hier auf der Bühne, Jahrgang 94. Wenn ich mich hier umschaue, vielleicht die Jüngste im Raum. Was nichts bedeuten mag, sie ist eine sehr junge, aber unglaublich bewanderte Frau in diesem Thema. Und was ich an deinem Buch so wundervoll fand, war, dass du auch Kinder, sterbenskranke Kinder im Tod begleitet hast. Und da war eine Geschichte, die unglaublich mich bewegt hat, und das ist die Geschichte von Sarah. Und ich finde das sehr interessant, weil man hat häufig das Gefühl, dass der Tod eigentlich nur die Älteren betrifft. Es ist eigentlich, dass die Jüngeren eigentlich keine Berührungspunkte damit haben, es sei denn, es wird ihnen aufgedrängt. Und könntest du uns die Geschichte von Sarah erzählen und was wir im Leben von ihr lernen können? Ja, Sarah berührt mich eigentlich jedes Mal, wenn ich in Hamburg bin, weil genau hier in Hamburg habe ich Sarah auch kennengelernt vor 5 Jahren. Und Sarah ist jetzt mittlerweile 15 Jahre alt und Sarah hat Kinderdemenz. Das heißt, alles, was sie bis zu ihrem eigentlich ja 5., 6. Lebensjahr gelernt hat, wird sie wieder verlernen. Und die Krankheit ist unberechenbar, unheilbar und deswegen ist Sarah auf jeden Fall palliativ zu begleiten. Und jedes Mal, wenn ich aber in Hamburg bin, besuche ich Sarah. Auch immer ein bisschen mit der Angst und Sorge, dass sie mich vielleicht vergessen haben könnte, weil das kann bei der Kinderdemenz ja schon sein. Aber jedes Mal belehrt sie mich eines Besseren, weil sie sich immer an meinen Spitznamen erinnern kann. Und ich glaube, der passt jetzt so gut wie nie, weil sie hat mich vor 5 Jahren Radieschenkopf getauft. Und vor 5, 6 Jahren hatte ich noch wirklich ganz kurz rasierte Haare. Jetzt mittlerweile sind sie ja schon länger, aber ich finde, jetzt würde ich fast schon sagen, sehe ich ein bisschen mehr sogar aus wie ein Radieschenkopf, ja. aber Sarah, oder das, was mich an Sarah so sehr bewegt und immer wieder aufs Neue fasziniert, ist, dass sie so sehr im Moment ist und mit all ihren Gefühlen. Das heißt aber auch, dass dieses Vertrauen, was sich zwischen uns aufgebaut hat, und das war nicht lange, weil ich sie eigentlich nur ein halbes Jahr wirklich intensiv begleitet habe, weil ich dann wieder weiter bin nach Südafrika und Norwegen und so, aber diese Verbindung ist trotzdem geblieben und dieses tiefe Vertrauen ist immer noch da und deswegen ist Sarah mit mir alles. Also Sarah ist manchmal wütend und dann voller Freude, aber sie ist einfach so präsent und so im Moment und hier und jetzt verankert, dass ich mir denke, ja, natürlich können wir uns alle davon auch irgendwie was abschneiden sozusagen, aber einfach niemals zu vergessen, dass Kinder ja natürlich auch sterben, dass das eine Realität einfach ist und dass der Tod nicht erst eintritt, ne, wenn man alt ist. Und dass aber Sarah es immer wert ist und andere Kinder natürlich auch, denen auf Augenhöhe zu begegnen. Und wenn wir das schaffen, was auch eigentlich gar nicht schwierig ist, aber ja, trotzdem oft ja nicht funktioniert irgendwie, dann werden wir, glaube ich, dem gewahr, was es bedeutet, wirklich ganz Mensch zu sein. Und ich glaube eigentlich, dass Sterbende und auch Kinder uns in so vielen Dingen viel mehr in die Hand nehmen und uns durchs Leben tragen, weil wir uns selber als erwachsene Menschen viel zu oft in dieser Schnelllebigkeit, in diesem Druck und Leistungsdruck und in dieser Effektivität und so, dass wir immer was liefern und leisten müssen, verlieren und Kinder entschleunigen und erden uns. Du hast mir eine Sache von Sarah erzählt, die ich sehr viel mit mir mitgenommen habe und die mich auch sehr bei meiner Mutter da an manche Dinge erinnert hat. Und du sagtest, Sarah hätte dir gelehrt, was das Privileg bedeutet, einfach nur gesund zu sein. Und ich glaube, wir vergessen das manchmal in einer gesunden Zeit. Wenn man agil ist, wenn da alles funktioniert, wenn die Knie nicht wehtun, dann fühlt sich das nicht an, als würde das auf einen warten. Aber dieses Privileg, einfach nur gesund zu sein, spürst du das heute noch, wenn du mit Sarah Zeit verbringst? Sie lebt noch. Ja, genau. Ja, auf jeden Fall. Und natürlich auch, als ich vor ein paar Jahren mit ihr dann unterwegs war, Sarah ist ein riesiger Vampir-Fan. So. Oft sind wir auch in die Dialoge gekommen, dass sie dann zu mir gesagt hat, so, hey, wenn ich im Himmel bin, dann will ich Vampir sein. Das war für sie ganz, ganz klar. Und
Und wenn wir unterwegs sind, dann merke ich schon, das ist wie so ein Shift in meiner Perspektive, weil ich bin dann mit ihr unterwegs, mit Blindenstock und sowas, und auf einmal rempeln die Leute uns an und werden unfreundlich oder so, und ich merke manchmal selber, okay, ich bin mir ja manchmal auch mal diejenige, die total hastig unterwegs ist oder so. Aber das auch zu verändern und zu sagen so, hey, einfach mal alles ein bisschen entschleunigter angehen und auch das in mein Bewusstsein mit einzubeziehen. Und auch wenn Sarah zum Beispiel durch ihre Krankheit erblindet ist, sie immer schlechter laufen kann, kommen ja und noch weitere Symptome irgendwie dazukommen, aber ist sie trotzdem eine der ja, lebensfreudigsten Menschen oder Kinder, die ich kenne. Ja. 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 Frau Büdenbender, der Gesprächsband mit Herr Professor Nagel ist mit der Anfangszeit der Corona-Pandemie entstanden. Eine Zeit, in der sich der Tod sehr ungewöhnlich unserem Leben, dem Leben gemeinschaftlich mit der ganzen Welt plötzlich so genähert hat. Können Sie mich an diesen Punkt zurückbringen, wo Sie nochmal dachten, so eigentlich will ich diesen Dialog nochmal offener führen? Ja, ich glaube, das hat uns alle sehr erschüttert, die Zeit der Corona-Pandemie am Anfang, als noch keiner wusste, wie wir das laufen. Und offensichtlich war der Virus damals ja auch noch tödlicher, als er jetzt ist. Und was mich unglaublich umgetrieben hat, ist der Umstand, dass so viele Menschen einsam gestorben sind. Das hat mir so wehgetan. Meine Mutter ist in den Armen meines Vaters und in meinen Armen gestorben. Gut, mein Vater ist jetzt ganz allein gegangen, aber das war genau das, was er immer wollte. Er hat nochmal geguckt, ob mein Bruder auch alles abgeschlossen hat. War okay, und dann ist er einfach gegangen. Aber das war in Corona so anders. Es hat mich zutiefst erschüttert, einmal, dass Menschen, die in Einrichtungen gelebt haben, die für eben ältere Menschen da sind, dass die vollkommen abgeschottet werden mussten. Ich bin weit davon entfernt, diese Maßnahmen zu kritisieren, nur die Folgen sind eben so sichtbar. Und dass so viele Menschen auch in diesen Einrichtungen gestorben sind und eben auch in Krankenhäusern allein gestorben sind. Das hat mich so umgetrieben, und dann habe ich da ein Interview zugemacht, und dann haben wir uns darüber unterhalten. Du bist ja nun wirklich der Experte, und wir kennen uns lange, wir haben eine lange Geschichte miteinander, und wir haben gedacht, wir sprechen darüber. Und aus diesem Gespräch ist ein Buch geworden. Also Corona war der Aufhänger und sicherlich auch ein wichtiger Impuls, darüber nachzudenken, was macht das eigentlich mit uns, wenn solche Krankheiten auftreten, die das ganze Land betreffen und die Menschen in Situationen bringt, die sie mental, psychisch kaum aushalten. Und das war so der Ausgangspunkt. Und dann haben wir ein Gespräch geführt, und daraus ist ein Buch geworden. Und das war der Ausgangspunkt. Haben Sie das Gefühl, dass Sie nach diesem intensiven Gespräch, mit dieser intensiven Auseinandersetzung, sind Sie irgendwo angekommen? Ist das ein Thema, das man in dem Sinne abhandeln kann? Mit welchem Gefühl gehen Sie aus diesem Gespräch raus? Also abhandeln, also zu Ende bringen kann man das nicht. Mhm. Das ist ein, so wie wir auch festgestellt haben, dass das auch ein Buch, ganz eng ein Buch über das Leben ist, kann man das Thema Tod und Sterben begleitet uns, ist von Anfang an mit dabei. Mhm. Und deswegen denke ich nicht, dass ich damit abgeschlossen habe, aber für mich war es eine unglaublich tolle Erfahrung, auch mit dir so intensiv über diese Erfahrung zu sprechen, sich dann auch noch weitergehend über ganz vieles Gedanken zu machen, sodass ich ja ruhiger geworden bin. Also ich habe den Eindruck, ich habe das Thema für mich einmal richtig tief, intensiv bearbeitet. Ich weiß jetzt so auf formaler Ebene, wir Juristinnen und Juristen sind ja auch gerne formal, wir haben die Dinge gern geordnet. Was aber in dem Fall, kann ich nur sagen, wir haben es bei einem guten, engen Freund anders erlebt, was auch einfach wichtig ist und entlasten kann. Also ich bin zufrieden mit dem Buch, wenn ich das so selbstbewusst sagen darf. Ich bin zufrieden mit Ihrem Buch. Extern darf ich sehr klar sagen, und dann sind wir uns einig. Und das funktioniert schon mal sehr gut. Herr Professor Nagel, ich bin ein sehr großer Fan von dem amerikanischen Kulturanthropologen Ernest Becker. Der hat ein Buch geschrieben, das heißt The Denial of Death. Damit hat er damals den Pulitzer gewonnen. Es ist ein Buch, das die
den Tod, vor allem die Angst vor dem Tod, als zentralen Punkt unseres menschlichen Daseins sieht. Es ist erfüttert damit und es gibt verschiedene psychologische Bewegungen in den USA, die das ähnlich machen. Wie sehen Sie das? Welche Rolle spielt der Tod in unserem Leben? Wie zentral ist er? Sollten wir ihn wegdrücken? Sollten wir ihn ranlassen? Wie gehen wir mit ihm um? Da könnten wir jetzt weit Sie mehr haben 5 Minuten. Genau, wie viel? 3,5 Minuten. Ich glaube, das ist natürlich ein zentraler Aspekt unseres Daseins. Also wir sind geboren, nicht um zu sterben, aber mit der Gewissheit, dass wir sterben. Also es gehört zu unserer Natur dazu, so wie die Möglichkeiten, uns in verschiedenen Kontexten zu entwickeln. Und natürlich ist es die größte Infragestellung unserer Existenz, dass wir nicht wissen, was kommt denn danach. Ich habe ja vorhin auf Ihre Frage geantwortet, sollte man in einem Medizinexamen die Frage nach dem Sterben beantworten. Aber natürlich ist das viel mehr im Hinblick auf die Frage für jeden persönlich, aber auch für die Menschheit an sich oder wahrscheinlich für alle Lebewesen auf dieser Erde. Was bedeutet Endlichkeit? Und die Entstehung von Religionen ist ganz wesentlich darauf zurückzuführen, dass in jeder Religion genau danach gefragt wird, was kommt denn dann? Mhm. Was nehmen wir die christliche Religion, die den Tod überwindet, die im Zentrum steht, die Überwindung des Todes. Daran kann man erkennen, welches zentrale Momentum das der Tod hat. Und jeder Einzelne, und das sage ich jetzt mal als Arzt, der Menschen begleitet, die sterben, tut ihr auch, für niemanden ist es selbstverständlich. Ich glaube, man kann sich noch so gut darauf vorbereiten, man kann die Dinge ordnen, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Aber in vielfältigen Situationen wird man ja mit der Diagnose der eigenen Endlichkeit dann konfrontiert, wenn man es eigentlich gar nicht erwartet. Mhm. In den seltensten Fällen, wenn wir jetzt über chronische Erkrankungen wie die Demenz reden, dann kann man natürlich sehen, dass sich das entwickelt, in Anführungsstrichen sehen. Und trotzdem habe ich noch keine Antwort, was das für mich bedeutet. Trotzdem habe ich keine Antwort darauf, was eigentlich nach dem Tod kommt. Also insofern, Denial of Death ist ungünstig, weil es uns von dem Zentrum unseres Daseins entkoppelt. Mhm. Und das bedeutet, wenn Elke gerade gesagt hat, ein Gespräch, ein Buch, eine Auseinandersetzung über das Sterben und den Tod ist auch eine Auseinandersetzung über das Leben, dass ich mich eigentlich von dem Zentrum meines Daseins entkopple und dann auch nicht leben kann. Mhm. Das ist so, wie wenn Menschen nicht weinen können, können sie auch ganz schwer lachen. Und deshalb ist dieses sozusagen mit dem Tod sich auseinandersetzen aus unserer Perspektive, aus unserem Gedanken, wie wir sie entwickeln konnten im gemeinsamen Gespräch, eben auch ein ganz starkes Zeichen dafür, wie man persönlich lebt und wie eine Gesellschaft lebt. Mhm. Das ist ja sozusagen der Ausdruck des Umgangs des Sterbens oder auch mit dem Tod in einer Gesellschaft. Jetzt haben wir gerade über die Pandemie gesprochen, ja. Wir können über andere Kontexte reden. Hat etwas damit zu tun, wie wir leben und in welcher Art und Weise wir miteinander leben und uns vielleicht auch miteinander verabschieden, welche Beziehungsmomente, Johann hat das gerade gesagt, eine Rolle spielen, welche gerade von Freiheit wir haben, welche Bilder wir haben von Möglichkeiten des Zusammenseins. All das spiegelt sich im Leben genauso wieder wie in meiner Vorstellung vom Tod. Mhm. Gibt es in diesem Kontext, wenn man denn die Abhandlung, nicht die Abhandlung, aber die Versöhnung mit dem eigenen Sterben, das ist ja gerade, ich hatte in dem Podcast, den ich gemacht habe, ein tolles Gespräch mit dem Landesbischof von Hannover, Herr Meister. Mhm. Sehr interessanter Mann und wir haben darüber gesprochen, ob der Glaube vielleicht dann doch irgendwie das Wegdrängen des Todes sei. Es gibt, Albert Camus redet da über den philosophischen Suizid, dass wir dem Tod nicht rational in die Augen blicken. Wie würden Sie dazu stehen? Was für Wege der Versöhnung mit dem Tod gibt es? Welche funktionieren für Sie am besten? Also ich glaube unbedingt an die Vernunft. Mhm. Wenn man so in der Welt rumguckt, dann hat man das Gefühl, auch ein bisschen blöd. Mhm. Weil wirklich vernünftig agiert der Mensch eigentlich nicht. Aber trotzdem bin ich davon überzeugt, sozusagen im Sinne von Immanuel Kant, der nächstes Jahr einen schönen Geburtstag feiert, also dass wir Menschen eigentlich im Prinzip vernünftig sein könnten. Was sich mit Vernunft nicht erschließt,
ist die Frage, wie sehe ich den Tod? Was sich die Vernunft erschließen kann, ist, dass ich sterben werde. Und dass es etwas Unweigerliches ist, mit dem ich mich auseinandersetzen sollte. Wo ich eine Stellungnahme zu brauche. Aber was das emotional auslöst und wie und in welcher Art und Weise ich damit umgehe, da hilft mir die Vernunft nicht weiter. Und deshalb glaube ich auch nicht, dass Glauben zum Beispiel einfach nur eine Flucht ist, sondern es ist eine Möglichkeit in mir zwischen dem biologischen, dem seelischen und dem spirituellen Kontext des menschlichen Daseins auch Verbindungen herzustellen. Und in den Bildern, die ich von meinem eigenen Sterben habe, dann auch ein Bild für mich selber zu finden. Ich habe Schwierigkeiten mit dem Thema Aussöhnung, mit dem Tod. Ich habe Schwierigkeiten mit dem Thema, Kinder müssen auch sterben. Ich habe Schwierigkeiten ganz oft mit dem Sterben. Gerade wieder an Patienten, wo ich für die Familie und in der Familie erlebe, was es bedeutet, dass der Vater mit 54 Jahren sterben wird. Das ist nicht akzeptiert. Das ist nicht realisiert, auch von ihm nicht. Und ich habe auch kein Angebot, ich habe keine Möglichkeit zu sagen, ja, jetzt söhnen Sie sich mal mit dem Sterben aus. Ja? Da ist nichts auszusöhnen, das ist einfach verletzend, das ist schmerzlich. Und das ist beim Kind auch so. Ein Kind, ich begleite transplantierte Kinder und Jugendliche, ein Kind stirbt gegen die Natur. Auch wenn es ganz natürlich ist zu sterben, aber die Erwartungshaltung ist normalerweise eben nicht so, dass ein Kind stirbt. Und deshalb glaube ich, ist es ganz wichtig, dass wir auch in allen Bemühungen darüber zu reden, was mache ich am letzten Tag, ja, und schöne Vorstellungen davon zu haben, wie höre ich mir nochmal einen schönen Song an und was trinke ich hier, Kir Royal stand da vorhin. Das ist nicht die Realität des Sterbens. Die Realität des Sterbens ist was anderes. Und deshalb ist es wichtig, wenn wir uns darüber unterhalten, auch den Schrecken und die Angst und die Dinge, die wir damit auch verbinden, einfach in der Konstellation. Ja, wir haben darüber gesprochen, das Schlimmste für uns ist, dass wir unsere Kinder alleine lassen müssen. Ja? Oder das Schlimmste ist, wenn unsere Kinder hinter gestorben uns werden. Alleine lassen. Nein, das ist... Also deswegen, ich glaube, das ist nochmal wichtig zu gucken, wie positionieren wir uns, wenn wir darüber reden und nehmen wir wirklich die ganze Bandbreite dessen an, was es eben auch für uns bedeutet, endlich zu sein. Ja, das kann wirklich so schmerzhaft sein. Ich hatte die Situation, als ich unsere Tochter geboren hatte, und es ist so schmerzhaft. Man ist nicht einverstanden damit, unter Umständen gehen zu müssen, wenn das Kind gerade auf die Welt gekommen ist. Und ich denke auch, Sterben zur Unzeit ist nicht gut. Und das kann man auch nicht gut reden. Man kann nur dabei sein. Und man kann versuchen, Situationen zu bewältigen, indem ich zuhöre, einfach aushalte, dass das für die Familie eine Tragödie ist. Und deswegen ist das, wir haben auch viel gelacht bei dem Buch, aber es ist wirklich auch ein ernstes Thema und kann je nachdem, in welchen Situationen der Tod zu einem kommt. Bei meinem Vater war ich total versöhnt, nachdem ich sehr, sehr traurig war. Und ich würde ihn heute noch gerne anrufen, wenn das Wetter so schlecht ist. Wir haben immer viel über das Wetter geredet. Ich würde ihn einfach gerne anrufen. Bei meiner Mutter bin ich nicht versöhnt, weil diese Krankheit so schrecklich ist, so gemein, so widerwärtig ist. Ich meine, sie war der liebste Mensch immer. Aber ich bin nicht versöhnt mit ihrem frühen Tod. Ich bin es einfach nicht und da werde ich mich auch nicht versöhnen. Das heißt ja nicht, dass ich Bitterkeit mehr trage, aber ich habe da schon eine ganz klare Meinung zu dieser Art von Tod. Und das, glaube ich, haben wir in unserem Buch auch ganz schön rausgearbeitet, dass es auch einfach total bitter sein kann. Aber ich finde schon auch, Spiritualität kann unglaublich tröstlich sein und auch eine Realität schaffen, die auf einer anderen Ebene ist, aber da ist. Und das finde ich halt so schön. Es gibt dieses Gefühl mit der Sterblichkeit, wie gehen wir mit unserem eigenen Tod um? Aber dahinter steckt natürlich auch eine Infrastruktur. Es sind ja Einrichtungen, in denen gestorben wird. Und Johanna, du bist Sterbebegleiterin, du bist teilweise mit da, wenn Menschen sterben, in Hospizen, in Krankenhäusern, wo sie nicht alle sind. Da hat sich viel verändert. Es gab früher diese getrennten Hospize von den Krankenhäusern, getrennte Fahrstühle, da gab es keine Gänge dahin. Es gibt eine sehr besondere Hospizbewegung in Deutschland, die hat wichtige Grundsteine gelegt. Aber du bist
auch unzufrieden mit der Infrastruktur, die wir für das Sterben haben. Ich habe gerade gelesen, manche wünschen sich ein Nachtgewand oder ein schickes Outfit zum Sterben. Gibt es daneben noch Dinge, wo du sagst, so müssten die Ausgangslage des Sterbens sein, so müssten wir leben, so müsste das aussehen? Was hast du da? Ich glaube, unzufrieden ist jetzt das falsche Wort, weil natürlich ist es phänomenal, was hier einfach zustande gekommen ist. So, ne? Also einfach von der Hospizbewegung, Palliativstationen und sowas. Aber dadurch, dass ich ständig auch auf anderen Stationen bin, weil ich einfach auch ständig umziehe und so, kriege ich natürlich auch immer unterschiedliche Stimmungsbilder mit. Und was ich aber natürlich festgestellt habe, ist, dass über diese ganzen Themen, über die wir jetzt ja auch gerade reden, die sind alle total wichtig und so und hier auch bedeutsam. Und ich glaube, wir vergessen aber auch viel zu oft, was für ein großes Privileg es aber auch ist, hier sterben zu dürfen, ganz unabhängig von all den anderen Dingen, die auch nicht so gut laufen. Aber als ich zum Beispiel in Südafrika war im Hospiz, da sind es natürlich ganz andere Umstände. Oder ich finde, wenn man jetzt auch einfach mal die weltpolitische Lage anschaut, dass einfach Menschen hingerichtet werden. Aber ich meine, in Südafrika war das zum Beispiel auch so, als ich diese paar Monate dort im Hospiz war, wo die Locals zu mir gesagt haben, geh niemals raus, wenn es dunkel ist. So, selbst wir Locals machen das nicht, weil wir Angst haben, irgendwie gleich ein Messer am Hals zu haben. Mhm. Und ich habe es trotzdem immer gemacht. Ich habe gedacht, so, come on. Und ja, und letztendlich kann mir auch überall irgendwas passieren. Aber die Erfahrung im Hospiz dort in Südafrika war einfach so prägend für mich, weil ich gemerkt habe, dass die Menschen so dankbar sind, einfach zum Beispiel nur für das Bett, das sie haben, für die drei warmen Mahlzeiten, die sie bekommen. Und eine Dame hat dann zu mir auch gesagt, so schön und so gut wie hier, ja, so ging es mir noch nie in meinem Leben. Und das bewegt natürlich nochmal ganz anders. Und dann kommt man zurück nach Deutschland und alles ist so Ellenbogen hier rein in die Rippen und so. Und man denkt sich so, oh Gott, was ist das für eine Welt? So, am liebsten würde ich, glaube ich, gerade wieder zurück nach Südafrika. Und so, von daher sind diese ganzen Institutionen, die hier geschaffen wurden, einfach Gold wert. Und trotzdem merke ich natürlich auch, dass in der... dass in der Hospizbewegung auch und in auf all den Stationen, wo auch begleitet wird, natürlich auch das Sterben so eingepackt wird. Ne? Also klar, Pflegeheime, Krankenhäuser, das Sterben passiert einfach in Institutionen und wird so aus dem Alltag rausgeschoben. Und natürlich ist es dann schwierig zu sagen, so ja, wie könnte man das dann anders machen? Wie kann man dann das wieder mehr ins Leben packen? Und natürlich... wie Sie ja auch gesagt haben, so the denial of death, ja, ist irgendwie ein bisschen doof, dass wir das so machen, aber letztendlich ist es ja auch eine unserer Urängste, so der Tod. Und da kann man, glaube ich, keine gute, also ich kann für mich auf jeden Fall keine gute Lösung anbieten, aber ich glaube, wir sollten uns einfach alle öffnen. Weil ich manchmal das Gefühl hatte, wenn ich auf der Palli war, dann war ich da schon sehr willkommen, aber irgendwie war ich auch trotzdem nicht so Teil. Und ich hatte immer das Gefühl, es wird immer so für sich in der eigenen Bubble so gearbeitet. Und auch in den Hospizbewegungen irgendwie. So, jeder will für sich sein eigenes Süppchen kochen und das funktioniert einfach auf die Dauer nicht, finde ich. Also so wie das in keinem Bereich funktioniert, wenn jeder sagt, so, ich will aber nur für mich irgendwie mein eigenes Ding machen. So, wir müssen uns öffnen für all das, weil sonst laufen wir irgendwann zwangsläufig sowieso gegen eine Wand. Und ich glaube, das muss passieren, dass wir uns wirklich auch begegnen können, so in der Begleitung, egal ob das jetzt Ärzte sind, HospizbegleiterInnen, genau, einfach übergreifend, ja. Du meinst, dass man, wir haben uns auch schon geduzt, ja, vorher. Ja, ich war mir jetzt auch wieder irgendwie unsicher, ja. Genau. Nee, meinst du, dass du so, dass man das Sterben aus den Einrichtungen holen sollte und die Einrichtungen offener sein sollten für alle, die
nicht hingehen und gucken wollen, sondern die helfen wollen oder die dabei sein. Ja, wollen. Ich erinnere mich zum Beispiel noch, als ich bin mit 20 auf die Pali gekommen. Das ist nicht Wahnsinn. Ja, naja, und ich wollte da unbedingt sein. So. Das war das, wo ich sofort das Gefühl hatte, so, ich habe keine Selbstzweifel vor so all diese, diese gesellschaftliche Erwartungshaltung, die an uns junge Erwachsene auch getragen wird, ja. So, die war auf einmal weg und ich war so, ich will einfach da sein, das ist mein Place to be gerade so. Und danach habe ich erst diese Ausbildung angefangen, diesen Kurs. Und da wurde ich auch erstmal ganz komisch angeschaut, so, was willst denn du da? So, wo ich mir denke, so, hä, wieso kann ich nicht als junger Mensch Menschen begleiten wollen? So, vielleicht habe ich sogar schon mehr Lebenserfahrung als manche mit 60, 70, so. Wer weiß das schon? So, ich bin ja keine offene Karte, so. Also das kann man ja nie sagen. Und deswegen, genau, ich glaube, das muss sich einfach mehr öffnen. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass sich Institutionen oder Bewegungen auch selber begrenzen, weil sie vielleicht Angst haben, diese Sicherheit, die sie sich über all die Jahre aufgebaut haben, zu verlieren. Weil eine Sicherheit kann aber auch eine Begrenzung sein. Und sich aber auch da verändern zu wollen und transformieren und zu öffnen und zu sagen, ja, natürlich, wir schaffen eine Veränderung. Meinst du auch jungen Menschen, so wie dir, sehr jungen Erwachsenen, mehr Kompetenz zuzutrauen? Also ja, oder einfach, weil sie, also nicht zutrauen, sondern die ist ja einfach da. Also ich merke das ja auch immer wieder, wenn ich mit Menschen darüber rede, dass... Ja, ich denke, genau, sie ist da, also einfach genau, Zutrauen zu haben, aber, dass die Kompetenz ja, da ist. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, ich merke gerade so, mein Mutterschutzgedanke kommt so nach vorne. Du bist eine unwesentlich älter als meine Tochter. Ja. Man möchte Kinder doch irgendwie... Genau. Aber es ist ja gerade, wie ihr gesagt habt, ne, so der Tod ist einfach eine Lebensrealität und der rahmt ja auch das ganze Leben. Und sonst hätte ja auch gar nichts irgendwie eine Bedeutung, so wenn wir unendlich leben würden. Und ich versteh den Standpunkt total. Ich lerne wieder gerade sehr viel. Ein Aspekt, der sie beide verbindet, ist, dass sie beide zu Zeitpunkten in ihres Lebens dem Tod sehr nahe standen. Sie waren beide sehr schwer krank. Und ein Thema, ein Motiv, das in dem Buch auch immer wieder in unterschiedlichen Formen hervorkommt, ist, dass diese klare Auseinandersetzung, dieses der Tod steht einem bevor, man fühlt sich dem sehr nahe, dass daraus eine gewisse Freiheit herauskommt. Können Sie mich beide an diesen Punkt in Ihrem Leben zurückbringen, wie sich das angefühlt hat? Und die Frage, die als gesunder Mensch mit dem Privileg der Gesundheit, der Jugendlichkeit dahin geht, kann ich da nicht hinkommen, ohne sterbenskrank zu werden? Ich will nicht, dass es zu spät für diese Erkenntnis ist. Also bringen Sie mich an diesen Punkt und helfen Sie mir, dass ich nicht sterbenskrank werden muss. Also ich kann nur sagen, als ich das damals das erste Mal meine Nieren versagt haben, da habe ich keine Freiheit empfunden. Ich war unendlich traurig und ich muss sagen, ich war in guten Händen, definitiv. Ich bin so dankbar für unser Gesundheitssystem, das kann ich gar nicht oft genug sagen. Auch die Situation mit der Transplantation, dass das einfach geht, Eckart war immer an unserer Seite. Dafür bin ich sehr dankbar, aber ich war damals, als diese erste Krise auftrat, ich war nicht frei, ich war nur todtraurig, wirklich so, kann ich sagen. Obwohl ich, also objektiv war es so, ich war wirklich in guten Händen und konnte gehen, aber das Gefühl, Wasser in den Lungen zu haben, ist so bedrohlich. Also es hat mich, ich war... Nicht helfen befreit. Sie dem Publikum kurz, was Sie eigentlich hatten. Damals während der Schwangerschaft haben irgendwann angefangen, die Nieren nicht mehr richtig zu arbeiten und die haben dann versagt. Was passiert ist irgendwie, das weißt du als Mediziner auch. Also wenn keine Flüssigkeit mehr ausgeschieden wird und dann am Ende eben tatsächlich diese Flüssigkeit auch in die Lunge steigt und damit dann die Atmung nicht mehr funktioniert und wenn man das Wasser in Anführungsstrichen dann nicht mehr aus dem Körper kriegt, eben auch der Tod die Folge ist. Genau. Aber wie gesagt, ich bin damals dann dialysiert worden und bin dann wieder weg von der Dialyse und nach 14 Jahren, es hat 14 Jahre gut gegangen und dann hat Frank mir eben eine Niere gespendet, wofür ich auch unendlich dankbar bin. Also mein Blick aufs Leben hat sich verändert. Also ich bin sehr viel fokussierter. Ich achte viel mehr darauf, was ich will und was ich nicht will.
Und, sie war, und du warst ja auch noch sehr jung. Ja, ich, ja 34. Also. Ja, finde ich schon auch noch jung, ja. Oder? Ja, danke. Ich finde 60 auch noch jung. Ja. Ja, das war schon, da wird einem schon sehr deutlich gezeigt, wo die eigenen Grenzen sind. Aber ich konnte danach dann Kraft daraus schöpfen, weil ich doch am Ende des Tages, ich bin schon manchmal ein ziemlicher Angsthase, aber ich schaffe es immer, mein Herz über die Hürde zu schmeißen und dann doch das zu machen, wovon ich denke, oh, eigentlich kannst du das nicht so gut. Aber das machst du dann trotzdem. Also so, das hat mich nochmal bestärkt, nochmal sehr bestärkt, mein Leben so zu leben, wie ich das für richtig halte. Und das schließt immer auch andere Menschen mit ein. Also das ist für mich ein, ohne andere Menschen kann ich nicht sein. Und ja, auch so Ziele, die ich jetzt auch in meiner Rolle als Ehefrau des Bundespräsidenten habe, Bildungsgerechtigkeit, Gerechtigkeit überhaupt, dass ich das einfach massiv durch, also betreiben möchte, dass ich mir... Also, dass ich die Ziele sehr nachhaltig betreibe, das, glaube ich, liegt schon auch daran. Und auch, dass ich in meinem Beruf natürlich gut sein will. Genau. Also, das möchte auch eine Aber das klingt jetzt, sein. Das klingt mehr nach einer Sinnesschärfung, ja, einem Ehrgeiz, ein gutes einer Wort. Stärkung, ja, mehr als eine Freiheit. Ist das so? Ja, das ist ein gutes Wort. Sinnesschärfung, genau. Das ist ein gutes Wort, ja. Können Sie haben. Danke. Ich sage immer dazu, von wem es kommt. Nicht ohne VG-Wort kriegen Sie das Wort. Herr Professor Nagel, wie war das bei Ihnen in diesem Moment? Ähnlich diese Ernüchterung, warum ich, die Traurigkeit und kommt dann auch dieser positive Rebound da heraus? Gibt es das? Also erstmal habe ich ein Privileg, weil ich ja schon seitdem ich 17 bin, Medizin studiert habe und dementsprechend mich auseinandergesetzt habe mit dem Thema Endlichkeit. Und Privileg sage ich deshalb, weil man natürlich ganz anders darauf vorbereitet wird, wenn man Medizin studiert. Und wenn man Medizin studiert hat, das ist auch, ich weiß nicht, ob das jetzt eine Stärkung ist, aber es ist auf jeden Fall mal so, man hat ja in der Regel, wenn man irgendwelche Krankheiten lernt, so das Gefühl, das habe ich auch. Also eindeutig, die Symptome sind klar. Ich kann mich noch entsinnen, wie ich meinen Eltern, ich habe in Amerika eine Weile studiert, ein paar Jahre, und damals gab es noch keine Handys, da hat man noch Briefe geschrieben oder die Eltern so angerufen, dass sie dann bezahlen mussten. Aber das habe ich ihnen erspart in dem Fall. Ich habe ihnen geschrieben, also ich werde wahrscheinlich nie nach Hause kommen. Also ich habe jetzt doch eindeutig diagnostiziert, ich habe einen Hodentumor und ist alles offensichtlich und wird nichts mehr werden. Also insofern habe ich schon andere Wege, sag ich mal, durchlebt gehabt, als ich dann selber eine schwere Tuberkulose bekommen habe. Mhm. Und die Situation, die wünscht man sich selber nicht und die wünsche ich mir auch für die Zukunft nicht. Das ist keine Befreiung, in der Situation zu sein, dass man aufs Röntgenbild guckt und sieht, sieht aus wie ein Tumor. Und ich bin 29 Jahre alt, ich habe nie geraucht. Ich habe keine Risikofaktoren im Hinblick auf mögliches Bronchialkarzinom. Aber ich weiß und habe Menschen gesehen, die in dem Alter ein Bronchialkarzinom hatten. Und ich weiß zu dem Zeitpunkt noch, das war 1990, wusste ich genau, wie meine Lebenserwartung damit aussieht. 31.12.1989. Also weiß ich deshalb, weil ich da eben mit meiner Frau im der Charité saß. Wir waren nämlich nach Berlin gefahren und wollten die Deutsche Einheit feiern. Und auf dem Weg dahin habe ich Bluthusten bekommen. Und das habe ich erstmal nicht richtig wahrgenommen. Dann habe ich aber natürlich gemerkt, als es nicht aufhörte, das muss ich jetzt zumindest mal abklären lassen. Und die Kollegen, die ich kannte, weil sie aus Hannover kamen damals schon, ganz verschreckt mich dann angeguckt haben. Und für alle von uns war es da klar, dass ja, 1990 wirst du nicht überleben. Ja, das ist, also an die Stunden kann ich mich erinnern. Auch an die nächsten Tage noch. Bis zur Diagnose, dass es dann kein Karzinom war, sondern eine Tuberkulose, die man behandeln kann. Das ist ja dann schon mal eine ganz neue Perspektive, ist eine neue Möglichkeit, die sich dann damit verbindet. Aber auch ungewiss. Und auch die Frage natürlich dann, wie wird dein Leben aussehen? Wie wird es gehen? Für mich war relativ klar, als Chirurg kann ich als Chirurg weiterarbeiten. Wird das überhaupt möglich sein? Aber da denkt man auch, glaube ich, erst nach 2-3 Wochen dran. Erstmal denkt man,
Ja, auf die Frage nach, wir sind ja in Hamburg. Ich habe auf dem Weg hierher Udo Lindenberg gehört, weil ich dachte, wenn ich nach Hamburg komme, und da gibt es so ein Lied, das kennen bestimmt manche, heute Nacht war der Tod bei mir. Mhm. Ja, würde ich alles wieder so machen, wie ich es gemacht habe? Mhm. Diese Frage stellt sich einem eigentlich. Was habe ich dem Tod eigentlich zu erzählen, wenn er bei mir anklopft? Was war irgendwie gut? Was war irgendwie gar nicht gut? Also insofern, ich glaube schon, man lernt sehr intensiv, sich nochmal mit sich selber auseinanderzusetzen. Menschen, die Nahtoderfahrung haben, berichten ja, dass ihr ganzes Leben nochmal vor ihnen sich darstellt innerhalb von wenigen Sekunden. Insofern ist es etwas, was einen tieft. Ich würde nicht sagen befreit, aber es tieft einen. Und ich glaube, mit jedem Mal, dass man eine solche Reflexion hat, jetzt nicht mit jeder schweren Erkrankung, aber mit jedem Mal, wenn es existenziell wird, manchmal erschrickt man sich ja auch, ist einem Unfall gerade entkommen, hat gemerkt, wenn ich jetzt einen Schritt weitergegangen wäre. Ja. Wenn man sich dann die Zeit nimmt, darüber eine Sekunde nachzudenken, was in einem passiert, dann tieft es. Und dann bereitet es uns wahrscheinlich auch auf das eigene Sterben vor, anders als wenn ich es verdränge. Wir haben ja vorhin von dem Denial gesprochen. Die große Gefahr, die wir auch sehen, ist, indem eine Gesellschaft es vollständig verdrängt, indem wir das Sterben institutionalisieren, indem wir nicht mehr uns wirklich damit auseinandersetzen, keinen Abschied mehr nehmen bei denjenigen, die sterben. Auch den Toten nicht mehr, wie bei euch, auf dem Dorf verabschieden, ja. Ja, und aufbahren. Dem verlieren wir ganz viel Orientierungsmöglichkeit für uns selbst. Und dann wird es einfach nur ein großes schwarzes Loch. In dem Moment, wo es ja unweigerlich irgendwann auf uns zukommt. Also insofern, Krankheit ist sicherlich etwas, ich bin weit davon entfernt, Krankheit als Chance, es gibt ja so schöne Bücher, Krankheit als Eröffnung neuer Möglichkeiten. Krankheit ist immer schlecht, ja? Krankheit ist immer Mist. So, also wir haben eine tolle Medizin, wir haben super Möglichkeiten mit der Naturwissenschaft heute, wirklich Behandlungsmöglichkeiten zu geben. Und ich bin absolut dagegen zu sagen, jung und gesund. Man kann genauso gut sagen, alt und gesund. Und alt und gesund kann auch heißen, ich lebe mit einer Einschränkung. Ich lebe mit bestimmten Einschränkungen und fühle mich gesund. Ne? Gesundheit ist kein statischer Begriff oder kein fest definierter Begriff. Nein, ich würde mich auch nie als krank empfinden. Nee, oder? Nee, weil ich eben Medikamente habe, die mir helfen und die nehme ich automatisch und gut ist. Also Krankheit ist auch ein also Gesundheit oder Wohlgefühl ist auch ein Gefühl. Ja. Ja. Mhm. Das ist sozusagen eine Definition, die ich mir selber gebe. Und da hilft wahrscheinlich Krankheit dazu, das besser zu verarbeiten als, ich habe manchmal 70-jährige Patienten, die nie in ihrem Leben krank waren und die schon mit dem ersten Herzrhythmusstörung in Anführungsstrichen sterben, und zwar ganz lange, weil sie überhaupt nicht damit zurechtkommen, dass eine Begrenztheit da ist, weil ich mich nie damit auseinandergesetzt habe. Aber das sind ja diese Höhen und Tiefen im Leben. Ne? Also ich meine, ohne eine Tiefe kann es auch keine Höhe geben. Das ist wie im EKG. So. Wenn die Nulllinie ist, ja, dann bist du aber auch tot. So. Aber wenn auch so dein Leben läuft, dann ist es auch schlimm. Ja, das stimmt. Und deswegen sind auch diese Abschiede ja in unserem Leben einfach da. Also wir durchgehen die ja ständig, so egal ob wir jetzt von der Kindheit ins Jugendalter wechseln oder ob wir irgendwie umziehen oder so. Ich finde so diese Trauer- und Abschiedsprozesse sind ja immer in unserem Leben präsent und da, nur sehen wir die irgendwie nicht so. Aber vielleicht könnte man ja auch sagen, dass das nur so eine gute Vorbereitung ist für irgendwann mal. Ja. Aber eigentlich lernen wir ja die ganze Zeit, was es bedeutet, Abschied zu nehmen und zu trauern und Verluste wieder neu in unser Leben zu integrieren. Und ich finde auch tatsächlich, dass wir auch am Ende, dass wir Menschen ja auch niemals loslassen müssen, so, sondern dass wir den Verstorbenen oder den Menschen, Tieren, was auch immer, einfach einen neuen Ort geben und das wieder neu in unser Leben integrieren. Ja. Mhm. Definitiv. Ja. Ich könnte noch für eine weitere Stunde Fragen an Sie drei stellen, aber Sie sind an der Reihe. Sie können natürlich online Fragen stellen, dann gerne per Mail an alter@körber-stiftung.de. Wir haben aber auch hier ein Mikro im Saal. Das heißt, melden Sie sich sehr, sehr, sehr gerne. Wir haben eine Person mit einem Mikro, die dann zu Ihnen kommt. Das wird zwischen den Personen kurz desinfiziert. Die Person ist auch so angewiesen, das Mikro festzuhalten. Das heißt, reißen Sie es ihr nicht aus der Hand. Und stellen Sie eine Frage und gerne keinen Dialog, damit wir ein paar Fragen
hoffentlich beantwortet bekommen. Wenn Sie bereits etwas inspiriert hat, wenn Sie eine offene Frage haben, dann sehr gerne. Bitte. Dankeschön. Irgendjemand muss ja anfangen. Eva Nemela, Sie haben mich gerade schon kennengelernt. Ich nehme mir das mal raus und darf die erste Frage stellen. Und ich würde gerne wissen, wie beginnt man ein Gespräch mit den eigenen Eltern übers Sterben? Boah. Mit einer Geschichte, die auch in unserem Buch vorkommt. Ja. Als ich Medizin studiert habe und das erste Mal von der Transplantation gehört habe, war ich total fasziniert, habe gedacht, das ist eine tolle Sache und ich möchte Organspender werden. Dachte, das habe ich jetzt gehört in der Vorlesung, das musst du zu Hause erzählen. Und habe so gedacht, naja, nach dem Gottesdienstbesuch, wir gehören noch so in die Kategorie, früher sind wir noch zum Gottesdienst gegangen und haben danach dann zusammen gefrühstückt am Sonntag. Ich war zu Hause und saßen zusammen und dann habe ich zu meinen Eltern gesagt, also ich würde gerne nochmal über mein eigenes Sterben sprechen und würde gerne Organspender werden. Und meine Mutter wurde völlig blass. Was fängst du denn jetzt an? Was ist denn das für ein Thema? Und wir kriegten einen richtigen Streit. Ich wurde total runtergebügelt. Das kann ich mir vorstellen. Ja, genau. Deine Mama ist ja sehr. Wurde total abgebügelt unter dem Motto, das ist lästernd. Ja? Ich läster über meine Gesundheit, über mein Leben. Und ich war vollkommen hilflos. Ich wusste gar nicht, wie ich damit umgehen sollte. Also innerhalb von Familien ist schwierig, wenn die Emotionen nicht irgendwie da liegen. Und es beginnt dann besonders schwierig zu werden, wenn die Eltern in einem Alter sind, wo das Sterben auch in Anführungsstrichen vor der Tür steht, rein wahrscheinlichkeitsrechnungsmäßig. Und deshalb ist es wichtig, früh darüber zu reden und sich einzuüben. Ein schönes Buch von Johanna zu verschenken zum Beispiel wäre ein Gedanke, wie man beginnen kann. Das stimmt, das ist eine schöne Idee. Ich kann nur sagen, mein Vater war immer sehr hartnäckig, der ist mit fast 90 gestorben und für ihn war wichtig, dass er verbrannt wird und nicht im Sarg liegt. Und wir haben immer gedacht, Papa, erzählt doch nicht, dann merke ich auch selber, ich möchte ihn nicht loslassen. Aber er ist da hartnäckig gewesen und wir wussten einfach, was er wollte und das war so hilfreich. Und auch bei meiner Mutter wir waren immer in Kommunikation, meine Mutter und ich, so lange wie es ging und ich wusste einfach, was sie wollte. Das kann man schon machen. Also, aber es ist schwer und das Buch zu verschenken, finde ich auch eine gute Idee. Ja, weil es so nahbar ist. Ja, das erzählt Geschichten. Und ich bin der festen Überzeugung, Geschichten haben die Macht, die Welt zu verändern. Juristen sagen immer Sachverhalte. Es fällt mir das schöne Wort, das andere Wort dafür nicht ein. Aber die Geschichten haben einfach die Macht, Gedanken auszulösen. Und das finde ich einfach sehr, sehr schön. Mir fällt ein, eine schöne Sache, die mit meiner Mutter so wundervoll funktioniert hat, ist der Ort, an dem man das Gespräch führt. Ja. Wir waren auf einem Friedhof spazieren und dann sprachen wir darüber, wie sie denn bestattet werden möchte, was darin endete, dass wir Probeliegen waren. sie meinte, das war in ihrer Heimat in Nordhessen und wir sind über diesen Friedhof gegangen und dann sage ich so, wo denn jetzt? Und dann meinte sie so, okay, müssen wir uns hinlegen. Und wir lagen flach neben mindestens 4 Gräbern, haben uns das angeguckt und uns einen super Platz neben dem Baum ausgesucht und das war's. Also vielleicht von mir, der Ort könnte passen, muss nicht das Probeliegen sein, aber es funktioniert. Ja, Friedhöfe sind auch wunderbare Orte. Ich gehe natürlich auch immer hin, wenn ich in meiner Heimat bin. Ich komme aus einem kleinen Ort in Nordrhein-Westfalen. Und da habe ich einen Mann getroffen, der ist mit mir in der gleichen Straße groß gewesen, wie das so ist auf dem Dorf. Eine Generation baut immer einen Straßenzug voll. Und der hatte die Firma von seinem sehr jung verstorbenen Vater übernommen. Und der geht nach wie vor immer ans Grab und bespricht mit ihm Probleme. Also für ihn ist der Vater einfach total da. Macht mein Vater auch mit seinem Vater, ja? Ja. Einfach hingehen und sprechen und das hilft auch. Und man trifft sich dort auch. Genau. Man trifft sich, also an Allerheiligen, Totensonntag, vor Weihnachten und um Ostern.
Also da trifft sich das Dorf. Ja, weil wir ja in Hamburg sind, muss man nochmal erwähnen, ja, Ohlsdorf ist ja auch sozusagen so eine integrative Struktur, ursprünglich natürlich mal am Stadtrand gebaut, aber jedenfalls, wo man erkennen kann, dass Sterbekultur am Ende eben auch Lebenskultur ist. Ne? So, das wirklich zu integrieren und Orte dann zu finden, an denen man tatsächlich sich nochmal anders darüber unterhalten kann. Auf dem Friedhof, glaube ich, kann man auch nochmal anders sich selber, erlebe ich jedenfalls auch, mit diesem Thema in alle Richtungen auseinandersetzen. Auch in der Verzweiflung oder in der Traurigkeit oder was auch immer dann einem da begegnet. Aber Orte sind also insofern, glaube ich, auch nochmal ein wichtiger Punkt. Haben Sie noch Fragen? Bitte. Sie kriegen ein Mikro, es ist schon auf dem Weg zu Ihnen. Ich kann auch so laut sprechen. Ja. Aber dann hören Sie es online auch. Ich würde viel lieber dem Tod entgegensehen, wenn ich wüsste, dass ich das in der Hand behalte bei schwierigen Situationen oder unmöglichen Krankheiten, dass man das dem Ende bereiten kann. Warum können wir bei den Ärzten nicht so eine Pille bekommen? Ist doch traurig. Sie erinnern mich an meinen Großonkel. Auch das kommt in unserem Buch das vor. Das kommt auch in unserem Buch vor, genau. Und vielleicht können wir noch mal über das Urteil sprechen. Genau. Der übrigens in Hamburg. Ja, viele Verbindungen zu Hamburg, der in Hamburg als Anwalt tätig war. Und Onkel Hans ist 92 Jahre alt geworden, hatte ein wirklich, glaube ich, in vielerlei Hinsicht bemerkenswertes Leben, auch ein schönes Leben. Und wie es im Alter so ist, ist er irgendwann so gebrechlich, würden wir wahrscheinlich sagen, geworden, dass er vieles nicht mehr machen konnte, zum Teil sich untertags hinlegen musste, irgendwann ganz bettlägerig wurde. Und hat mich irgendwann angerufen und hat gesagt, Junge, wir haben dich was Ordentliches studieren lassen, jetzt komm mal vorbei, ich möchte gerne sterben. Und dann habe ich gesagt, Onkel Hans, du hast mich was Ordentliches studieren lassen. Ich weiß jetzt nicht, warum er das gemacht hat, aber jedenfalls ich weiß aber gar nichts vom Sterben. Im Medizinstudium wird nicht einem beigebracht, wie man stirbt. Eigentlich arbeiten wir daran, Sterben so gut es geht zu verhindern. Und außerdem haben wir einen Eid geschworen. Ach, Papp, komm mal vorbei. Ich will das jetzt mal genau von dir erklärt haben. Und ich mache das jetzt kurz. Ich könnte mal jetzt länger drüber reden. Ich habe gesehen, als ich dann bei ihm war, war herzinsuffizient. Und hatte, weiß nicht, vielleicht 5 oder 7 Pillen am Morgen, am Mittag, 18 Uhr musste man auch noch welche nehmen und 22 Uhr auch. Und dann hat er mir das nochmal gesagt, ich sage, es gibt keine Pille, weil das tun wir nicht, das meine ich mit dem Eid geschworen. Die ärztliche Tradition baut ganz stark darauf, dass sich jeder, der von einer Ärztin behandelt wird, sich sicher sein kann, diese Person trachtet mir nicht nach dem Leben. Diese Person wird nicht mein Leben, egal wie schlecht es um mich steht, in Frage stellen, zur Disposition stellen, sagen, das lohnt sich nicht mehr. Darauf kann ich mich hundertprozentig verlassen. Und deshalb können Ärztinnen und Ärzte keine Sterbehilfe leisten, im Sinne einer aktiven Sterbehilfe. Ich habe gesagt, Onkel Hans, guck dir deine Pillen an. Du kannst selbst entscheiden. Du brauchst einfach, die nicht mehr zu nehmen. Und ich würde mal sagen, dauert 3, vielleicht 4 Tage, dann wird die Herzinsuffizienz so problematisch, dass du nicht mehr weiterleben kannst. Und ich kann dir auch eine Begleitung ermöglichen, dass das nicht leidend ist, sondern dass du dann einschläfst. Dann bin ich wieder gegangen. Ein halbes Jahr später hat er mich wieder angerufen und hat gesagt, du, dieses Krabbenbrötchen neulich, das war schon toll. Ich sage, was ist denn mit dem Sterben jetzt? Ja, du kommst noch mal wieder vorbei und bringst mir dann so eine Pille. So. Ja, das ist eine sehr schöne Geschichte und
zeigt auch die Problematik des Sterbewunsches, wenn ich das mal so fassen darf. Also ich kann Ihre Position nachvollziehen. Das Bundesverfassungsgericht hat, nachdem der Bundestag im Jahr 2017 die geschäftsmäßige Sterbehilfe vollkommen untersagt hat, dieses Gesetz aufgehoben und hat gesagt, hat entschieden, dass zu der Würde des Menschen und zu der Selbstbestimmung des Menschen auch das Recht gehört, zu entscheiden, wann er oder sie gehen möchte. Es ist eine sehr lange Entscheidung und wir sind uns auch ein bisschen im Dissens darüber geblieben, wie wir das zu werten haben. Ich finde die Entscheidung gut, weil sie auch nochmal dazu geführt hat, dass sich der Gesetzgeber mit der Frage auseinandersetzen muss und dem Menschen eine Selbstbestimmung zugetraut hat. Allerdings unter der Maßgabe, dass der Mensch, der entscheidet, ich möchte jetzt aus welchem Grund auch immer, nicht auch immer, sondern ich möchte jetzt gehen. Sie haben ja Beispiele genannt, eine Krankheit, die unerträglich wird, die man vielleicht doch nicht durch Schmerzen heilen kann. Oder den Weg der Palliativmedizin, wo ich begleitet werde über einen längeren Zeitraum, auch schmerzfrei, auch sehr fürsorglich. Ich möchte das nicht erleben. Ich möchte mein Sterben nicht erleben. Das soll möglich sein, aber nur dann, wenn der Mensch das auch im klaren Bewusstsein dessen tut, was er da tut. Das ist die Voraussetzung und es muss ein ernsthafter Sterbewunsch erklärt werden. Die Ausgestaltung hat es das Bundesverfassungsgericht dem Gesetzgeber überlassen und hat auch gesagt, der Gesetzgeber darf das Leben auch durch das Strafrecht schützen, aber er darf... Das heißt, geschäftsmäßige Sterbehilfe, das hat nichts mit Kommerz zu tun. Teilweise war es kommerziell, das stimmt, aber geschäftsmäßig heißt, dass ich etwas wiederholen tue, wie zum Beispiel Sterbevereine das getan haben. Also im Moment ist der, das ist jetzt ein bisschen eine lockere Formulierung, aber im Moment ist der Gesetzgeber, das heißt der Bundestag, wieder am Zuge. Im Moment ist die Rechtslage so, wie sie vorher war und das Bundesverfassungsgericht hat einmal da ausführlich zu Stellung genommen. Ich habe in dem Zusammenhang auch mich befasst mit anderen Regelungen, zum Beispiel in den Niederlanden dürfen nur Ärzte Sterbehilfe vollziehen. Aber da muss ich sagen, in Belgien ist das ähnlich, liberal würde ich sagen, in Anführungszeichen. Es ist so, es muss ein ernsthafter Sterbewunsch vorliegen. Ein Arzt und noch ein Psychologe müssen das bestätigen, aber dann kann auch eine 29-jährige Frau sterben, die an Depressionen leidet, also seit 20 Jahren. Also das war für mich so ein Punkt, wo ich gesagt habe, das kann ich mir nicht vorstellen, dass wir das zulassen möchten. Allerdings hat das Bundesverfassungsgericht auch gesagt, es steht nicht der Gesellschaft zu entscheiden, ist ein guter Grund, da zu sterben. Also es ist eine große Aufgabe für den Gesetzgeber und ich verstehe auch deine Einwände und ehrlich gesagt, mir ist es auch lieb, wenn ich weiß, ein Arzt, eine Ärztin wird mich nie töten. Aber das Thema ist noch offen und wie gesagt, ich kann die Position des Bundesverfassungsgerichts da gut nachvollziehen, wobei das Bundesverfassungsgericht natürlich auch von dem Idealbild des Menschen ausgeht, des selbstbestimmten Menschen, der weiß, was er oder sie tut. Es gibt die Gefahr, dass ältere Menschen in den Tod getrieben werden, in Anführungszeichen, weil sie vielleicht meinen, sie fallen lästig, sie sind zu teuer. Das darf nicht geschehen und das hat das Bundesverfassungsgericht auch so festgestellt. Aber gelöst ist die Frage in dem Sinne noch nicht. Herr Professor Nagel hatte über dieses Sterben lassen ein bisschen gesprochen. Und ein wichtiger Teil davon ist ja ein bisschen auch die Patientenverfügung. Und ich meine, wer die nicht hat, und da gibt es ja, es gibt die Werteanamnese, ist eine Beilage der Patientenverfügung, da kann man ja sehr ausführlich werden. Und es gibt ja in der, ich weiß es von meiner Mutter, aber in der Alzheimer-Erkrankung, da wurde mir von verschiedenen Palliativmedizinern bestätigt, dass die bis weit hinten in die Krankheit noch gute Momente haben können. Ja, ja. Und wenn dann man nicht mehr selbst trinken kann und die Patientenverfügung ausführlich ist, kann das ein guter Tod sein? Kann das so funktionieren oder ist dann der einzige Weg, dass man dann so derartig helfen würde? Also muss es die Sterbehilfe sein, um einen guten, schmerzlosen Tod zu haben? Nein, muss es nicht. Es muss nicht die Sterbehilfe sein. Es kann auch sein, dass man einem Sterbevorgang seinen Lauf lässt und schaut, dass der Mensch nicht leidet. Das ist definitiv so. Und das machen ja Ärzte auch.
Ja, das ist tatsächlich, also da kommt ja auch die Diskussion um die Patientenverfügung her. Das war ja lange so, dass wir immer stärker in eine Defensivmedizin hineingerutscht sind, weil man nicht so richtig wusste, was darf man nicht. Wir sehr stark gleichzeitig die Selbstbestimmung des Einzelnen in den Vordergrund stellen. Das war auch nicht immer so. Ja. Frühere Generationen hätten nicht gefragt, möchten sie operiert werden oder nicht, die hätten operiert. Aber sagt, der Patient kann das überhaupt nicht beurteilen, ob operiert werden muss, das kann nur ein Arzt entscheiden. Ja? Also, so, das hat sich ja wirklich verändert, diese Sichtweise. Und aus dieser Situation heraus, wenn ich vorher gesagt habe, Hippokrates, haben viele Ärzte gedacht, wenn wir jetzt zum Beispiel durch Beatmung noch weiter sozusagen das Leben erhalten können, dann fand man keinen Punkt mehr, wo man eigentlich das Beatmungsgerät abstellen konnte, weil man immer das gedacht hat, das ist jetzt aktive Sterbehilfe, weil es ist ja in Anführungsstrichen ein aktiver Akt abzustellen. Und deshalb ist es so wichtig, diese Patientenverfügung dann auch am Ende des Tages umgesetzt zu haben, da eine entsprechende Gesetzgebung zu haben und eine Verpflichtung und auch ein Wissen für jeden von uns zu sagen, wenn ich das aufgeschrieben habe, ist mein Wille am Ende des Tages entscheidend. Ab einem bestimmten Punkt wird eben keine verstärkte Behandlung mehr gemacht, wird eine Behandlung reduziert und dann ist sterben lassen in ärztlicher Begleitung die Konsequenz. Ja. Das Wichtige ist, dass Ärztinnen und Ärzte an meiner Seite bleiben, Pflegekräfte an meiner Seite bleiben, mich nicht alleine lassen. Und das geht aber heute, das ging eben ja, bis eigentlich zur Jahrtausendwende nicht wirklich gut. Ja, es gab eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs, die war 99. Da ist ein Arzt zu einer Patientin von ihr noch selbst gerufen worden, die damals gab es aber auch die Möglichkeiten der Palliativbehandlung noch nicht so wie heute, die litt an einem Tumor und sehr schmerzhaft und er wusste, dass sie sterben wollte, aber sie wollte auch nicht allein sein. Sie hatte die Medikamente genommen, er kam an ihr Bett und hat gesehen, was sie gemacht hat und hat sie dann gehen lassen. Also hat ihrem Wunsch entsprochen und er ist angeklagt worden, denn Ärztinnen, Ärzte, wie Eltern gegenüber ihren Kindern oder Ehepartner gegenüber ihren Ehepartnern, haben eine sogenannte Garantenstellung. Das heißt, es ist dann nicht einfache unterlassene Hilfeleistung, sondern das kann ein Tötungsdelikt durch Nichthandeln sein. Und der Arzt ist in der ersten Instanz schuldig gesprochen worden, des Totschlags. In der zweiten Instanz ist er freigesprochen worden. Dann ist die Staatsanwaltschaft nochmal in die Revision gegangen und der BGH hat an diesem Fall geklärt, eine Marschrichtung vorgegeben, wann es in Ordnung ist. Er kam zu einem Punkt, wo es auch wohl nicht mehr umkehrbar war. Aber die Ärzte waren damals immer wie auf Messerschneide. Deswegen ist es auch so wichtig, sich vorher Gedanken zu machen und auch darüber, welche Behandlung möchte ich denn tatsächlich noch bekommen? Und dann kann der Mensch, und das ist, finde ich, ja auch ein Trost, dann kann der Mensch auch schmerzfrei gehen und nicht alleine. Ja. Ja. Aber auch so eine Garantenpflichtentbindung zu haben. Bitte? Also eine Garantenpflichtentbindung. Also du hast ja gerade von dieser... Ja, genau. Genau. Ja. Ich glaube, davon wissen auch voll viele nicht. Man redet immer dann über die Patientinnenverfügung und Generalvollmacht, aber auch diese Garantenpflichtentbindung eben, dass man da eben nicht angeklagt werden kann. Genau. Das ist total wichtig und darüber wird auch irgendwie gar nicht so gesprochen. Ja. Genau, was auch ein ziemlich wichtiger Punkt ist, finde ich. Ja, hast recht, genau. Ja. Aber ich meine, die ist in diesen Verfügungen heutzutage drin. Okay. Aber das müsste ich... Guter Punkt, nehme ich mit. Ja, okay. Haben Sie noch eine Frage? Gibt es noch jemanden? Ich wollte mal einen Satz sagen. Noch geben Sie kurz, warten Sie ganz kurz auf das Mikro, dann hören die das online auch. Ja. Also ich habe in meine Dokumentenmappe handgeschrieben einen Zettel gelegt mit dem Spruch von Hippokrates: Im Unheilbaren muss der Arzt sich auskennen, auf dass er den Patienten nicht unnütz störe. Und dazu habe ich geschrieben, ich möchte, dass sich meine Angehörigen und Betreuer daran halten. Mhm. Das habe ich extra handgeschrieben dort hinterlassen, weil ich denke, diese vorgedruckte Patientenverfügung, ob die so wirksam ist, weiß ich nicht. Und indem ich das handgeschrieben hinterlassen habe, bekunde ich ja damit, ich habe mich damit beschäftigt.
Aber das muss die Juristin jetzt sagen, ob eine unterschriebene Patientenverfügung, auch wenn sie vorgedruckt ist, wirksam ist. Ich würde sagen, sie ist trotzdem wirksam. Ja. Gleichzeitig ist es natürlich nochmal, wenn Sie das so formulieren, für Ihre Angehörigen ganz klar, was Sie meinen. Ja. Ja? Ich glaube, das ist das Hilfreiche, wenn man so etwas, wie Sie da gerade geschildert haben, verfügt, dass dann auch wirklich alle Beteiligten wissen, worum es Ihnen gegangen ist im Kontext einer Patientenverfügung. Bitte, hier vorne. Guten Abend, ich bin Dorothea Kerrut, hier für die Veranstaltung zuständig im Körperhaus. Meine Frage geht an Johanna Klug. Ich fand nämlich den Gedanken, den Sie vorhin, Frau Bühnenbender, erwähnt haben, die Arbeit im Hospiz mehr zu öffnen für helfende Menschen, sehr interessant und habe mich gefragt, wie kann ich mich denn da engagieren, wie kann ich denn da helfen und wie wird mir auch dabei geholfen, denn das ist ja nicht unbedingt eine leichte Aufgabe. Ja, und ich finde, da merke ich ja dann schon auch immer wieder, dass voll viele Menschen gar nicht darum wissen, dass ich das überhaupt machen kann. So. Und ich mache das ja immer noch als Ehrenamt, nach wie vor. Und eigentlich ist das total einfach. So, ich meine, in Hamburg gibt es ja auch die Hamburger Hospizwoche. Also man googelt das einfach und dann kommt man schon drauf. Ich habe manchmal eher das Gefühl, dass es so diese innere Hürde ist und dass es gar nichts irgendwie damit zu tun hat. Wir googeln ja auch alles. So, wie easy ist es überhaupt, irgendwas in der heutigen Welt herauszufinden? So. Und ich habe jetzt schon wieder in meinem Insta, in meinen DMs, ich habe so viele Anfragen. So, Johanna, cool, ich will das auch gerne machen. Wie kriege ich das denn raus? Wo kann ich sowas machen? Ich denke mir so, wir googeln doch alles. So. Aber irgendwie, glaube ich, ist da einfach so eine Blockade, wo die meisten Menschen noch sagen, so irgendwie traue ich mich doch nicht, ich habe Angst davor. Und es gibt ganz tolle Hospizvereine oder Institutionen, die halt auch also Leute einfach ausbilden. Du kannst das auch online machen. Aktuell mache ich einen Kurs zu Suizidtrauer, alles online. So, das ist ja auch entspannt und ich lerne trotzdem total viel. Und man kann sich dann einfach da engagieren, wo man möchte. Also ob das jetzt ein Hospiz ist, ob das eine Palliativstation ist, in der ambulanten Begleitung, so Sarah habe ich daheim begleitet, so auch in diesem System Familie, was nochmal eine ganz andere Dynamik annimmt, weil ich mit Anfang 20 dann auch erstmal checken muss, okay, in so einem System Familie begleite ich nicht nur dieses kranke Kind, sondern die ganze Familie mit dazu und mit der Mama, die irgendwie immer an mich zieht, dann die Brüder, die dann kommen und sagen, Johann, ich will auch mal mit dir spielen oder so. Und Sarah ist so, nee, so nur für mich da. So. Also das sind ja auch unterschiedliche Kräfte, die da wirken. Und in einem Pflegeheim kann man natürlich auch. Also ich glaube, da kann man sich da positionieren, wo man möchte. Oder auch was ganz Neues lostreten. Aber wenn da so eine Hürde ist, gibt es sowas wie den kleinsten gemeinsamen Nenner, der sanfteste erste Schritt? Was würdest du so sagen, so ein erster Fuß in die Tür, was könnte das sein, wenn man viel Angst hat? Wenn man viel Angst hat? Ich finde halt immer, man kann nur gut begleiten am Lebensende, wenn man sich selber natürlich auch schon mit dem eigenen Sterben auseinandergesetzt hat, mit den eigenen Trauerphasen im Leben und so, wenn man da nochmal reingegangen ist und das nochmal für sich jetzt nicht unbedingt nochmal alles irgendwie Step by Step zerlegt und durchlebt hat, aber dass man einfach da nochmal reingegangen ist und dann kannst du auch gut begleiten, weil dann kann ich auch bei den Menschen sein. So, sonst bin ich ja die ganze Zeit bei mir, weil mich irgendwas triggert und ich immer merke, oh, da kommt jetzt aber wieder eine Angst hoch, wenn der das sagt und jetzt das nächste Mal geht es der Person irgendwie schlechter. Oh weh, sterbe ich jetzt vielleicht auch bald oder so. Ich merke es schon, so, ne? Dass man auf einmal Symptome dann selber wahrnimmt, die gar nicht da sind. Und ich meine, die Ausbildung, die ich jetzt oder die Kurse, die ich in den letzten Jahren durchlaufen habe, da weiß ich auch einfach so, okay, auch wenn mal eine Angst hochkommt, und das ist bei mir ja auch so, weil ich auch einfach nur Mensch bin. Dann, aber ist das okay? So, die ist dann auch einfach da. Mhm. Und ich lasse sie auch da sein. Ich drücke sie nicht wieder weg. Und sich da auch einfach ein Bewusstsein zu schaffen für all diese Gefühle, die uns ausfüllen, obwohl wir in so einer krassen Happiness-Gesellschaft leben. Und ich glaube, der erste Step hin zu, ich beschäftige mich damit, ist auch einfach den Mut zu haben, sich verletzlich zu zeigen und mit FreundInnen oder mit der Familie darüber zu reden. Und ich weiß noch, wie krass das bei mir war, als ich nach Hause kam und zu meinen Eltern gesagt habe, so,
ich bin jetzt auf der Palli und ich bleibe da jetzt erstmal. Mein Papa ist straight rausgegangen und meine Mama ist erst so da geblieben, war so, okay, wow, na gut, dann lass mal reden. Aber ich hatte zum Beispiel gar nicht den Bedarf, aber das ist ja immer ganz unterschiedlich. Nö, Mutter. So. Was? Nö, Mutter. Nee, ja. Nö, Mutti, danke. Ja, ich weiß nicht, ich habe das immer irgendwie gut mit mir selber irgendwie ausgemacht, aber das öffnet natürlich ganz, ganz viel und egal, wie alt die Menschen sind, ich habe immer das Gefühl, wenn ich darüber anfange zu reden, dann macht das ganz viel auf und ich hatte zum Beispiel letztens einen Dreh im Hospiz und was ich so interessant fand, dass dann auf einmal Moderator, das ganze Kamerateam und so auf einmal alle im Hospiz angefangen haben, über ihre eigenen Sterbe- und Todeserfahrungen zu reden, so mit Oma, Eltern, Geschwistern, keine Ahnung, egal was, aber das hat so zusammengeschweißt und dann sind wir alle wieder rausgegangen und waren irgendwo an anderen Orten, aber dieser eine Ort hat genau das zustande gebracht, diesen Klick-Effekt und das kann man ja überall schaffen. Das muss nicht nur im Hospiz sein, sondern ich schaffe mir einfach einen guten Raum, ein gutes Setting und dann lasse ich das einfach mal geschehen. Weil was ist denn so schlimm daran, bei Kaffee und Kuchen über Sterben und Tod zu reden? Eigentlich nichts. Wir machen es ja zu was Schlimmen und Schweren und Düsteren und Traurigen. So. Das haben wir haben ja diesen Worten diese Macht gegeben. Aber wir haben natürlich auch die Macht, ich sage immer lieber irgendwie Power, das auch zu transformieren und das in was anderes zu bringen. Ja. Aber vielleicht, Johanna, kann ich das nochmal unterstreichen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man nicht aus eigener therapeutischer Perspektive in ein Ehrenamt geht. Das gilt ja für alle Ehrenämter eigentlich. Das erleben wir immer wieder mal mit Menschen, die sich auch im Krankenhaus bemühen oder bemühen wollen und helfen wollen, dass diese Grenzen sich verschieben. Ich helfe nicht mehr, sondern ich bin dann sozusagen identifiziert mit der Situation der Patientin oder des Patienten. Und dann wird es schwierig, auch wiederum für den professionellen Kontext, die Leute wieder rauszuholen, ja, weil natürlich auch Patienten für sich das Gefühl haben, okay, ich möchte, dass mir jemand hilft, aber dass er auch unter Umständen in der Distanz bleibt und nicht seine eigenen Themen mir jetzt auch noch auflastet oder das mit einbringt. Also das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt, innere Unabhängigkeit zu haben und nicht es zur Bewältigung eigener Themen zu wählen, sondern dann eben tatsächlich eher das Gespräch in der Familie, mit Freunden, in das Alltagsleben es hineinzuziehen und nicht sich zu engagieren. Ja, so. Zeit für eine letzte Frage haben wir noch. Bitte. Ich wollte nur einen konkreten Hinweis auf die Frage von der Dame da vorne geben. Die Malteser in Hamburg machen diese Ausbildung zur Sterbebegleiterin. Das habe ich dort selbst gemacht. Und das sind Kurse über 80, 90 Stunden, also eine gewisse Zeit, in der all diese Themen auch behandelt werden. Und ich bin daraufhin auch in einem Hospiz tätig geworden und bin da sehr gerne da und finde es eine sehr, sehr schöne Arbeit, die Toll. Wir dort haben. Wunderbar, danke. Toll. Wunderbar. Ich bedanke mich bei Ihnen allen, ich bedanke mich bei unseren drei Gästen. Lassen Sie uns vielleicht diesen Ort und hier direkt vorne als Ort nutzen, wo man über die eigene Endlichkeit sprechen kann. Wenn es diese Orte braucht, dann kann das hier ja einer davon sein. Wir treffen uns da vorne im Saal, seien Sie noch mit dabei und ich bedanke mich bei Ihnen allen, bei Ihnen dreien. Vielen, vielen Dank und einen schönen Abend Ihnen. Danke. Danke.